In diesem Video erzähle ich dir, wie du eigentlich heißt, beziehungsweise wie deine Selbstständigkeit, dein Unternehmen eigentlich heißt. Ich bekomme regelmäßig mit, dass da Fehler gemacht werden bei der Bezeichnung des Unternehmens. Und deswegen dachte ich mir, ich nehme dazu mal ein separates Video auf, wo ich all die häufigen Stolperfallen und Irrtümer einfach mal aufräume. Und ich muss leider anfangen mit einer Vokabel, und zwar der Vokabel Firma. Umgangssprachlich wird das Wort Firma ganz häufig benutzt für ein Unternehmen oder eine Gesellschaft. Genau genommen ist die Firma aber der Name. Das heißt, die Bezeichnung eines Unternehmens, der Name ist die Firma. Und diese Firma ist im Handelsregister eingetragen. Also dieses Register, in dem die meisten Unternehmen aufgelistet sind. Da steht die Firma. Die meisten Selbstständigen sind aber nicht im Handelsregister eingetragen und haben deshalb keine Firma. Was sie natürlich trotzdem haben, ist irgendein Name. Und das ist die Unternehmensbezeichnung. Deswegen die Firmierung oder der Firmenname ist etwas anderes als die Unternehmensbezeichnung. Die Unternehmensbezeichnung ist dein Brand, deine Domain oder das Schild, was du vorne an den Ladengeschäft oder an dein Büro gehangen hast. Da hast du ehrlicherweise viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten, wie du dein Unternehmen bezeichnest. Und jetzt schauen wir uns mal drei unterschiedliche Szenarien an, wie sich Selbstständige eigentlich rechtlich nennen dürfen. Und zwar nehmen wir erstmal die Gewerbetreibenden, also die ganz normalen kleinen Gewerbebetriebe, die nicht im Handelsregister eingetragen sind. Die haben, wie gesagt, keine offizielle Firma. Das heißt, es gibt da keine Möglichkeit, sich einen Fantasienamen zu geben. Ich produziere Videos und betreibe einen YouTube-Kanal. Und wenn ich das als Einzelunternehmen, als Selbstständiger machen würde, dürfte ich mich nicht Steuerfit nennen. Denn Steuerfit ist ein Fantasiename und ich heiße nicht Steuerfit. Der Name einer Selbstständigkeit muss immer auch deinen Namen enthalten. Das heißt, deine Selbstständigkeit heißt immer so, wie du heißt. Du kannst das nicht ersetzen durch einen reinen Fantasienamen. Du kannst aber deinen Namen ergänzen mit irgendeiner Sachbezeichnung oder einer Branchenbezeichnung oder auch mit einem Fantasienamen. Das heißt, ich dürfte als Einzelunternehmen mich durchaus Melcher Neumann Steuerfit nennen. Oder ich dürfte mich Melcher Neumann Videoproduktion nennen. Ich darf mich aber nicht rein Videoproduktion nennen oder nicht rein Steuerfit nennen. Und das Gleiche gilt übrigens für die zweite Gruppe, und zwar den Freiberufler. Freiberufler müssen auch immer ihren Namen in der Unternehmensbezeichnung mitnehmen. Ganz häufig hat man dann ja aber so eine klassische freiberufliche Tätigkeit, zum Beispiel als Steuerberater. Wenn ich als Steuerberater tätig wäre, könnte ich mich zum Beispiel Neumann Steuerberater nennen oder als Architekt Neumann Architekturbüro. Irgendwie sowas in die Richtung dürfte ich machen, und ein Unterschied zu Gewerbetreibenden: als Freiberufler reicht der reine Nachname. Das heißt, da kann ich meinen Vornamen weglassen. Wenn du dir jetzt aber denkst, dass dein Unternehmen gar nicht so heißen soll wie du, du möchtest einen anderen Namen haben, weil du einen schönen Namen gefunden hast und dein Unternehmen jetzt bitte auch so heißen soll, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit: du gründest etwas anderes als ein Einzelunternehmen, zum Beispiel eine GmbH, und dann kannst du diese GmbH zum Beispiel Steuerfit GmbH nennen. Wenn du aber Einzelunternehmer bleiben möchtest, dann kannst du dich freiwillig ins Handelsregister eintragen lassen. Und im Handelsregister kannst du dir dann eine offizielle Firmenbezeichnung geben. Das heißt, dann hast du einen offiziellen Namen und darfst tatsächlich auch einen Fantasienamen wählen. Wichtiger Hinweis: wenn du dich im Handelsregister eintragen lässt als Einzelunternehmen, dann hast du noch so einen kleinen Namenszusatz, und zwar EK als eingetragener Kaufmann oder EKFR für eingetragene Kauffrau. Das heißt, das musst du immer mit dazu schreiben. Das bedeutet, wenn ich mich als Einzelunternehmen selbstständig machen würde und ich möchte mein Unternehmen unbedingt steuerfit nennen, dann kann ich mich freiwillig im Handelsregister eintragen lassen und dann könnte ich mein Unternehmen als Steuerfit EK nennen. Und dann darf ich auch mit diesem Namen nach draußen gehen, ohne dass mein Name dabei steht. Aber auch bei diesen Firmennamen, die du im Handelsregister einträgst, gibt es ein paar Dinge, die du beachten solltest. Denn der Name, also die Firmierung, darf potenzielle Kunden, Geschäftspartner nicht in die Irre führen. Und was du zum Beispiel nicht in deinen Namen aufnehmen darfst, ist dein Firmensitz oder in erster Linie dein Firmensitz. Also zum Beispiel Berliner Taxi GmbH. Und was du auch nicht machen darfst, ist fremde Namen zu benutzen, die nicht dein eigener sind. Wenn ich mir jetzt denke, ich möchte auf YouTube einen großen YouTube-Kanal aufbauen und ich möchte jetzt eine Firmierung haben, trage mich ins Handelsregister ein, und weil ich einfach einen bekannten Namen nehmen möchte, nenne ich mich einfach Christian Solmecke Steuerberater. Weil Christian Solmecke ist ein bekannter Mensch, und warum nicht so ein paar Klicks mitnehmen? Darf ich nicht machen, ich heiße nicht Christian Solmecke, also dürfte ich mich auch nicht Christian Solmecke einfach nennen, auch nicht in meiner festgeschriebenen Firmenbezeichnung. Was ich auch nicht einfach behaupten darf, ist ein gewisser Qualitätsstandard. Zum Beispiel darf ich mich nicht Meisterbetrieb nennen, wenn ich keinen Meistertitel habe. Oder ich dürfte mich nicht
Manufaktur nenne, wenn ich hintenrum bei Temu und Alibaba einfach billigen China-Zeugs einkaufe und das dann einfach als Händler weiterverkaufe. Dann bin ich keine Manufaktur und darf das auch nicht in meinem Firmennamen irgendwie suggerieren. Außerdem darf ich auch nicht in die Irre führen, was die Bedeutung, die Unternehmensgröße oder eventuelle Gemeinnützigkeit betrifft. Also solche Begriffe wie Global, Holding, International, European oder Union oder Academy oder Institut, das ist alles wahnsinnig schwierig als Firmierung. Und da sehe ich tatsächlich auch relativ häufig einen Fehler. Du kannst dich nicht einfach Institut oder Akademie nennen, wenn du als Einzelunternehmen ein paar Online-Kurse verkaufst. Das ist leider irreführend und darfst du auch so nicht eintragen. Und in der Regel wird das übrigens auch vom Handelsregister abgelehnt. Also wenn du da hingehst und diesen Namen so eintragen möchtest, dann funktioniert das in der Regel nicht. Das heißt, sie prüfen das schon. Meine Erfahrung ist aber, sie prüfen es auch nicht so akkurat, dass es nie durchgehen würde. Das heißt, solche Firmierungen stehen auch im Handelsregister, obwohl sie so nicht erlaubt sind. Was auch nicht erlaubt ist, sind so allgemeingültige Gattungsbegriffe. Also ich könnte mein Unternehmen jetzt auch nicht Videoproduktions-EK nennen oder ein Taxibetrieb Taxi-EK. Auch wenn ich Einzelunternehmen bin und mir einen Fantasienamen aussuchen darf, kann ich das nicht machen. Und zu guter Letzt ist der Name natürlich am Ende auch dafür da, ja, dich irgendwie zu unterscheiden. Das heißt, wenn es ein Unternehmen gibt, was schon exakt den Namen hat, den du gerne hättest, dann kannst du dein Unternehmen nicht auch 1:1 genauso nennen. Und ganz, ganz wichtig, natürlich sind diese Namen ganz häufig auch markenrechtlich geschützt. Dann darfst du das sowieso gar nicht. Also bevor du dir einen Fantasienamen gibst, solltest du einmal beim Marken- und Patentamt, kannst du online einfach auf der Webseite kostenlos machen, überprüfen, ob dieser Name eventuell geschützt ist. Weil wenn er geschützt ist, darfst du ihn natürlich nicht verwenden. Und damit kommen wir zu der Frage, wo musst du eigentlich diesen offiziellen Namen verwenden und wo musst du ihn nicht verwenden? Denn ich kann das gut nachvollziehen, wenn du sagst, mein Unternehmen soll aber gar nicht so heißen wie ich. Ich habe einen viel besseren Namen gefunden und ich möchte gerne mit diesem viel besseren Namen und viel passenderen Namen möchte ich gerne rausgehen. Ich möchte unter dem Namen gerne meine Webseite betreiben. Ich möchte unter dem Namen gerne Werbematerialien produzieren und ich möchte zum Beispiel auch eine E-Mail-Adresse haben, wo nicht mein Name drinsteht, sondern meine Firmierung drinsteht. Und das sind alles Bezeichnungen und die kannst du frei wählen. Natürlich kannst du als Max Meyer auch eine Webseite betreiben, die nicht maxmeyer.de heißt. Was für ein Brand du entwickelst, das ist vollkommen dir überlassen. Wichtig ist aber, bei allen offiziellen Dokumenten und auch in der Korrespondenz mit Behörden musst du deine echte Bezeichnung angeben. Das bedeutet zum Beispiel Melcher Neumann Steuerfit Videoproduktion. Wenn das mein Name ist, muss ich diesen Namen so auch angeben, wenn ich zum Beispiel mich an das Finanzamt wende oder wenn ich mit der Gemeinde etwas zu tun habe oder mit der IHK. Und dann muss dieser Name auch bei mir im Impressum stehen. Das bedeutet aber nicht, dass die URL so aussehen muss. Und nicht zu vergessen sind natürlich deine Rechnungen. Auf deinen Rechnungen muss deine offizielle Bezeichnung stehen. Und wenn du keine reine Fantasiefirmierung hast, weil du nicht im Handelsregister eingetragen bist, dann muss auch dein echter Name auf deinen Rechnungen stehen. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich das falsch sehe. Ganz, ganz wichtig deswegen, schreibe da immer die offizielle Bezeichnung auf die Rechnungen. Überall anders, auf Webseiten und so weiter, ist deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen. Wenn du dazu noch Fragen, Gedanken, Anregungen, kritische Anmerkungen, was auch immer hast, dann lass es mich in den Kommentaren wissen. Und wenn du selbstständig bist und ein Buchhaltungsprogramm brauchst oder einen Steuerberater suchst und so weiter, dann schau dir mal unbedingt meine Empfehlungen unten in der Videobeschreibung an. Ich verlinke sie dir aber auch gerne noch einmal hier. Oder du schaust einfach sofort eins der nächsten Videos auf diesem Kanal an. Da gibt es hunderte spannende Videos zu entdecken. Zum Beispiel das hier oder das hier.